Ich hatte auf dem Schiff von der geheimen Geschichte des Kabinetts von Bonaparte von Goldsmith sprechen gehört. Und beim ersten müßigen Augenblick hatte ihr Kerl den Eifer gehabt, sie durchzulesen. Aber ich hatte viel Schwierigkeiten, mir das Buch zu verschaffen. Die Engländer führten sie gelangweilt gegen. Sie sagten, es sei ein so abscheuliches Schwanzwerk, dass sie es nicht wagten, es mir zu übergeben. Sie schämten sich selbst. Stattdessen sagte sie, ich musste darauf bestehen und ihnen mehrere Male wiederholen. Wir sehen gegen Vergleicher hübsche Dinge dicht. Bewaffnete er selbst der Gegenstand, aber uns sei genug, sich darüber zu lachen, wenn er der Kriegern etwas durch Zufall unter das Gesicht bekomme. Übrigens, wenn das Werk so ganz schlecht sei. Also man sagte, so verfehlt es seinen Zweck und würde dann wieder gut. Ich fragte, wer dann dieser Goldsmith sei. Ein Engländer, sagte man, der länger in Paris gegen sein Vaterland für Bezahlung gearbeitet und bei seiner Rückkunft in England gesucht habe, sowohl der Strafe so entgegen, als Geld zu verdienen, indem er den Abgott, dem er länger seite, weil Rauch getreut hatte mit Schimpfworten und Verwünschungen überhaupter Engliche bekam ich das Werk. Es ist wahr, man kann nicht leicht abscheulicher und liegerlicher Gemeinheiten zusammenhaufen, wie sie schon auf der ersten Seite enthalten sind, noch Sucht, Vergiften, Blutschein, Meuchelmord und alles, was dazu gehörte, hatte der Verfasser über seinen Helden ausgegossen. Und zwar von seiner zartesten Kindheit an. Zwar scheinte dem Verfasser nicht viel daran zu liegen, sie wahrscheinlich zu machen, denn er selbst trägt am meisten dazu bei, dem Leser die Widerlegung zu erleichtern durch die häufigen Anachronismen, durch die Alibi und Widersprüche aller Art, sondern durch Verwechslungen der Namen der Personen und Entstellung der Authentizität. Tatsächlich zum Beispiel, als Napoleon noch kaum 10 oder 12 Jahre alt war und hinter dem Gitter seiner Militärschule verschlossen war, leiste er in Stand begehen, wo zufälligsten das männliche Alter und eine gewisse Freiheit gehörten. Der Verfasser leiste ihn nach seinem Ausdruck seine Rauberstreiker in Italien an der Spitze von 8000 aus dem Gallerenhofer in Toulon entsprühen. Verbrechen Unternehmen weiter unten lässt er 20.000 Polen von der österreichischen Armee weglaufen und sie unter die Fahnen des französischen Generals übergehen. Derselbe Verfasser lässt Napoleon in Rückzieher nach Paris kommen, da doch jedermann weiß, dass er seine Armee niemals verlassen hatte. Er lässt ihn mit dem Prinzen von Condé unterhandeln und zur Belohnung seiner Retterei, Madame Jessica, Herzogin von Angoulême,
Sir Gilmarin verlangen ich übergehe eine Menge Dinge, die ebenso abgeschmeckte und unverschämte sind. Offenbar hat was die schmutzigen oder lächerlichen Anekdoten betrifft. Ja, dasjenige, was hatte erzählen hören, zusammengerafft. Aber ich wiederhole es, aus welcher Quelle hatte geschöpft? Der größte Teil dieser Sorge kommt unstreitig aus gewissen sehr gehassig gesinnten Zirkeln von Paris. Doch da, wo man sie ausgeheckt hatte, hatten sie doch wenigstens einen gewissen Geist, ein Salz, etwas Beisendes, irgendeine Wahrscheinlichkeit, eine gewisse Unmut in dem Ausdruck. Aber hier sind sie bereits außer den Salons auf die Straße gekommen und werden erst nachdem sie eine Seite lang in der Gosse gelegen, wieder aufgesammelt. Die Engländer gaben zu, das sei so stark, dass sie mit Ausnahme der allerniedrigsten Klassen der Gesellschaft dieses Werk für jedermann ein Gift sei, was sein Gegengift mit sich trage.